So, hi. Hi. Dirk, Mika, wir waren jetzt, wie lange waren wir jetzt eigentlich hier? 10 Tage? Neun. Ich glaube 9 Tage. Neun Tage. Ja. Die Zeit verschwunden. Ja. Lukas hinter der Kamera erzählt uns, dass wir 9 Tage hier waren. Wenn es falsch ist, war es Lukas. Genau, ja. Ansonsten schreibt uns mal in die Kommentare, wie lange wir wirklich hier waren. Spaß beiseite. Wir waren jetzt die letzten Tage einmal quer durch Tunesien unterwegs. Wir waren von Tunis über Duz in Xagilan, ganz weit draußen in den Dünen, sind dann über Matmata wieder zurück und stehen jetzt hier gerade an einem grauenhaften Strand hier südlich von Gabes. Ist total schön hier. Und ihr wart mit eurem Daily jetzt das erste Mal hier in Nordafrika unterwegs, ne? Richtig? Genau, mit dem Daily das erste Mal, mit anderen Fahrzeugen in anderen Teilen Nordafrikas durchaus schon, aber Tunesien erstes Mal und Daily die erste etwas anspruchsvollere Ausfahrt. Ja, also wir haben es ja schon, also wir haben es noch nicht komplett übertrieben, aber ich denke, wir haben das Material schon mal gut benutzt und in die Richtung gebracht, dass es dann mal Richtung Grenze ging, würde ich denken. Durchaus. Also es gab die eine oder andere Bergeaktion, dass der Daily im Vergleich zu allen anderen teilnehmenden Fahrzeugen die schlechtesten Offroad-Gene hat, aber er hat welche und wir waren beide sehr, sehr, sehr überrascht und ich glaube auch einige der Menschen, der Orga, des Teams und auch der Teilnehmenden hatten dann manchmal so etwas ungläubige Blicke, was er dann doch kann. Ja, also das war immer wieder überraschend. Ne? Und da, wo wir dachten, jetzt hängt es gleich, ne? Auf einmal warst du wieder weiter und dann ging es. Ja? Aber ich denke, der größte Teil kam halt von dem relativ langen Radstand. Ne? Genau. Wir haben ja hier 4,20 Meter. 4,375 Radstand, also wirklich der längste, den du bei Daily für den 4x4 kriegen kannst. Mhm. Und ja, das merkt man auch mit der Höherlegung, auch mit den großen Rädern. Es war ja dann das geflügelte Wort des Bauchflatschers. Also zwar anderer Tank als normal, ich glaube der normale Originaltank, den hätten wir irgendwo verloren einfach. Ja. Der ist super, er ist aber sehr groß und wenn du einmal aufsetzt, dann liegst du halt. Fahrzeug an sich, ihr habt das Fahrzeug so fertig gekauft, bis auf den Innenausbau. Ist das so mehr korrekt? Oder minder? Jein. Also wir haben ihn gekauft. Sehr, sehr harmlos sah aus. Eigentlich eher sehr lieb. Ja. Ja, also so eher Wohnmobil-Richtung. Okay. Schön flach, lang, viel Raum, viel Platz und richtig schön brav vom Gesicht her. Da haben wir natürlich schon einige Veränderungen vorgenommen, weil wir es doch ein bisschen rougher mögen, weil wir aus der rougheren Ecke wie Defender kommen und Steyr 12 M18 und aber innen haben wir tatsächlich fast komplett alles, oder mein Mann, alles selber ausgebaut. Und hat alles gehalten soweit? Bist du zufrieden? Perfekt. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, wir haben tatsächlich in der Rennaktion nochmal die komplette Küche rausgerissen. Mhm. Schubladenbau ist, glaube ich, immer so die Königsklasse des Innenausbaus. Und alles gehalten, keine einzige Schublade aufgegangen, keine Klappen aufgegangen. Alles ist an dem Platz, wo er sein soll. Ich glaube, es ist auch tatsächlich nichts kaputt gegangen. Der Heckträger hat einen gleichen Ditcher gekriegt, aber... Jetzt sieht er auch rough aus. Der sieht jetzt auch rough aus. Ja, auch nicht mehr brav. Und wir haben das Kennzeichen direkt gefunden. Wir haben das Kennzeichen auch direkt gefunden. Anderen war dieses Glück nicht hold. Nein, aber es war ja die gute Nachhut, ne? Die da auch dran war. Aber ja, also ich muss sagen, mich hat das Auto komplett überrascht. Ja, was die Offroad-Eigenschaften anging und auch wie weit das echt ging. Weil es waren ja auch nicht die einfachsten Bedingungen. Ne? Also wir mussten ja die Tour im Prinzip auch abbrechen. Ja? Also die eigentliche Route, die wir geplant hatten, konnten wir ja so nicht fahren, was aber nicht am Daily lag, sondern eher am Wetter. Und also wie gesagt, da muss erst mal einer hinfahren.
wo ihr jetzt mit dem Auto wart. Ne? Also Nehmen wir als Lob, da wir ja wissen, was in der Regel für Fahrzeuge bei euren Touren dabei sind. Und man sieht es ja auch, wenn man einmal hier rumschwenkt, dass wirklich so ein bisschen der Sportwagen hier ist. Aber tatsächlich im Original-Setup, wir haben ja wahrscheinlich in die erste Düne reingekommen, dann nie wieder raus. Also Thema Räder und etwas höher legen, waren dann schon die Game Changer. Und auch, sag ich mal, eben den Tank höher legen. Und was wir ja gemerkt haben an der einen felsigen Ecke, Da war der AdBlue-Tank etwas tief. Hat auch einen leichten Ditch abbekommen, der kommt dann auch noch hoch. Und das habe ich sogar auf Video. Also das könnten wir jetzt auch an der Stelle vielleicht einblenden. Ich stand unwissenderweise direkt mit der Drohne daneben. Ja, sehr schön. Also, was man noch zu den Dünen sagen muss, die ja zum Café Grand Erg gingen, wo wir dann letztendlich nicht hinkamen, aber keins der Fahrzeuge, ist, dass man einfach mit diesem Setup intelligent fahren muss. Ja? Mhm. Man muss wirklich vorausschauen und schauen, wo geht es möglicherweise weiter. Mhm. Ja? Und wir hätten tatsächlich uns nicht so weit vorgewagt, hätten wir nicht unsere liebsten Helfer dabei gehabt, die immer parat standen. Und die uns dann doch noch aus der Notsituation herausgerettet haben. Aber tatsächlich ist es klug, mit so einem Setup schon relativ früh das Risiko zu erkennen, dass man da eingehen könnte und frühzeitig noch umdreht. Ja, weil da gibt es halt nicht keinen Raus mehr. Also, da muss man ja auch sagen, das habt ihr ja auch super miteinander auch gelöst. Und da merkt man halt auch, dass ihr jetzt nicht unbedingt jetzt auf der ersten Tour miteinander unterwegs wart. Ne? Also sobald da irgendeine Stelle kam, ging die Beifahrertür auf und dann hat man dich irgendwo draußen gesehen, manchmal mit dem besseren Schuhwerk. Der wollte mich ja nur immer loswerden. Ja, genau. Ich ausgeschubst, das habt ihr aber auch nicht gesehen. Nein, aber dafür hast du ja die Haltung noch ganz gut bewahrt, ne, während du dich rausschubst. Nein, also das fand ich immer relativ bewundernswert auch, wie das dann immer so fließend funktioniert hat. Ne. Da musste man nichts zu sagen. Ab und zu hattest du das falsche Schuhwerk, ne, dann haben wir dich ja auch mal sauber, bevor die Füße dann mal krebsrot wurden. Also durfst du ja dann mal mit in den El Grande zusteigen. Flipflops sind doch schon versandt gemacht. Eigentlich so. Ja, sie fühlen sich nicht. Genau, also sie sind unheimlich, wie soll man sagen, ja, leicht zu pflegen. Ja. Also, ja. Was ja auch bewundernswert war, dass wir im Workshop in Hasloch gelernt haben, bitte militärische Stiefel hoch und eigentlich tagsüber die Firma Crocs, glaube ich, Achtung, Werbeeinblendung, mit 90% vertreten war. Ja, was ja tagsüber eigentlich so auch das beste Schuhwerk ist. Genau. In der Wüste, muss ich so auch feststellen. Ja. Ist so, weil du kannst ja immer einmal kurz ausleeren. Lass uns mal einmal so im Groben hier drum rumgehen. Ja. Dass wir mal sehen, mit was ihr jetzt im Ganzen hier unterwegs wart. Ich nehme mal das Mikro ab, weil das rutscht mir ständig an den Hals. Also grundsätzlich Original Iveco Daily 4x4 Defense, kein Umbau von einem Standard Iveco, hat natürlich in der Szene nicht unbedingt den allerbesten Ruf, Thema Verteilergetriebe. Ich muss sagen, ich glaube, wie in vielen Bereichen, da ist auch viel Jammern auf hohem Niveau dabei. Ich kenne eigentlich niemanden, der tatsächlich richtige Probleme hatte mit dem Ding. Es ist natürlich Software. Wir haben hier ein Euro 6, das Ding ist jetzt ein Jahr noch nicht mal alt. Wir haben hier ab und zu mal, je nachdem, ob du in P ins Verteilergetriebe schaltest oder nicht, zeigt er dir halt schwere Getriebefehler. Okay. Ja, mei, das sind halt dann die Mucken, die haben die Dinger halt. Ansonsten hat er den klassischen 3 Liter Vierzylinder, 180 PS, Highmatic. Funktioniert wunderbar, auch wenn Verteilergetriebe drin ist mit den 3 pneumatischen Sperren, wobei du bist eigentlich immer noch mit 2 gefahren. Ne? Mhm. Also die Frontsperre eigentlich hatte ich nie drin. Insofern
Das funktioniert gut. Ansonsten, was haben wir gemacht? Wir haben noch eine Warnwinde vorne dran, die wir durch auch jetzt zwar nicht auf der Tour, aber auf anderer Tour schon gebraucht haben. Und die Originalbereifung hatten wir auch gewechselt. Da waren auch die 265 70 19 5 drauf. Wir haben jetzt hier die 305er 70 19 5 von Founders. Zufrieden? Sehr zufrieden. Schwieriger Reifen, kommt aus den USA, kriegst du eigentlich nur über einen Anbieter in Deutschland. Eintragen ist natürlich auch ein Problem. Du musst die Radläufe anpassen, also wirklich ans Blech ran, damit die Freiheit gegeben ist. Klar, die Verbreiterung. Aber der Reifen ist echt super klasse. Er ist unheimlich weich. Das heißt, dass auch wenn es ein bisschen felsiger wurde, dann hatte der auch echt super Grip. Oder auf so härteren Abbrüchen, wo wir auch das eine oder andere gefahren sind. War toll, echter Gamechanger, das Tire X von 4Wheel24. Nachdem wir es dann zum Funktionieren gebracht haben, aufgrund eines wahrscheinlich Lieferantenfehlers beim Druckregler, funktioniert super klasse. Daily hat natürlich nur einen kleinen Kompressor für die für Verteilergetriebe und für die Sperren. Deswegen ARB-Doppelkolbenkompressoranlage dran gebaut und funktioniert wirklich hervorragend. Kann man, ihr wart auch in der Zeit immer relativ gut mit dabei. Ne? Also in der Zeit, wo, ja gut, wenn Kat halt sich die 16 R20 aufblasen muss, das dauert halt auch mal seine Zeit. Aber die Zeit habt ihr, denke ich, immer mit ganz gut auch gebracht und mit eingehalten. Thema Nordafrika und Euro 6 Fahrzeug. Kraftstoff. Gab es Probleme? Bis jetzt keine. Ich meine, wir haben jetzt den 210-Liter-Tank, der hält auch. Ich schätze mal, wir haben jetzt so im Schnitt 30 Liter. Hier gerade im Dünenbetrieb könnten es auch mal fast 40 gewesen sein. Hat gut gehalten. Die Tankstellen selbst nahe den Dünen haben auch eigentlich immer den schwefelfreien Diesel parat gehabt. Zur Not hast du immer noch die 220-Liter-Kanister dabei. Das funktioniert. Wir wissen, dass das nicht in allen Ländern so sein wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, wo fahren wir mit dem Setup dann noch hin? Und da kann man da durchaus ein bisschen ein Augenmerk da drauf legen. Es wird ja mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Setup sein. Die Gedanken gehen ja schon in die Zukunft. Okay. Mika meint ja schon, scherzeshalber, wir können uns ja nebenher noch einen LKW kaufen. Ja, da fällt mir auch noch eine Firma ein dazu. Ja. Aber wie gesagt, Mika hat es ja schon erwähnt, wir sind ja schon mit allem, was irgendwie vier angetriebene Räder hat, unterwegs gewesen. Vom Can-Am über die Defender Serie 3 Land Rover, Steyr 12 M18, Sprinter, alles was irgendwie so, jedes Setup haben wir mal getestet. Und wie gesagt, mit dem eigentlich so zufrieden. Ja. Dann mal noch ein paar harte Fakten zum Auto. Ihr habt wie viel Wasser dabei? Wir haben jetzt Wasser, 250 Liter Frischwasser dabei, plus nochmal 25 in Kanistern. Wenn wir immer so die Hühnersdorf-Kanister nochmal zusätzlich mitnehmen. Dann Abwassertank, das wird so ein Thema sein, den werden wir dann wahrscheinlich rausschmeißen, weil der ist in der Heckgarage, der ist eigentlich viel zu groß, der hat auch 250 Liter. Und mit der Hebeanlage hatten wir Probleme. Das Ding haben wir ja rausgeschmissen und dann geschwind in einer Rennaktion die Wasserentsorgung direkt nach außen gelegt. Aber auch das sind ja immer die Themen, es ist ja eine Workshop-Tour. Richtig. Wir richtig. Basteln uns die Autos ja auch auf der Reise zurecht, alle miteinander. Ich glaube, es gab kein Auto, das nicht irgendwie mal bebastelt wurde. Nein, das gehört ja auch dazu und das ist ja auch einfach bei der Beanspruchung, die wir den Fahrzeugen hier auch geben, nicht unnatürlich. Ja? Was natürlich nicht gewillt ist, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt die Belastung, die man den Fahrzeugen immer wieder gibt. Aber da geht es ja einfach mal darum, dass man auch eine gewisse Sicherheit erfährt. Ne? Wie weit geht das Fahrzeug tatsächlich und wo sind die Grenzen? Ja? Und halt auch, was bewährt sich und was nicht. Dinge, die sich halt nicht bewähren, da darf man ja auch mal so ehrlich sein und sagen,
kommt raus. Und was sich super bewährt hat, ist das Thema gasfrei. Ja. Also wir haben ja ein Komplettsystem von Victron drin mit 800 Ampere Lithium, 1100 Watt Solaraufdach, 50 Ampere Backboost zum Laden während der Fahrt. Und wir hatten 0,0 Probleme, auch nur annähernd irgendwie in den Bereich zu kommen, wo du sagst, jetzt könnte irgendwie der Strom knapp werden. Und wir haben ja dann doch einiges an Verbrauchern mit Induktion, Kochen, Waschmaschine. Ihr habt auch das Internet von unterwegs, ne? Den Starlink. Genau, wir haben den Starlink Mini noch kurz vorher gekauft. Mhm. Muss man sagen, auch da durchaus zufrieden. Mhm. Also aufstellen, 2 Minuten ausrichten, einloggen etc. Und dann steht das Ding. Da hatten wir also auch bis 180 Mbit mitten im Dünengürtel. Das war schon ganz ordentlich. Da hatten wir unsere Ruhe. Da haben wir die Ruhe genossen, da hast du noch E-Mails geschrieben. Ja, genau. Ja. Aber ist ja schön. Naja, wundervoll. Willst du noch was sagen? Willst du noch ein kurzes Resümee zur Tour ziehen? Ist es empfehlenswert? Empfehlenswert würde ich sagen, auf jeden Fall, weil egal wie, du lernst immer irgendwas dazu. Mhm. Wir hatten, glaube ich, auch hier wirklich das super Glück. Wir haben eine relativ kleine Truppe jetzt erwischt. Es war auch super homogen alles. Von den Menschen her hat alles super gepasst. Und man darf ja nie bei so einer Tour, glaube ich, mit der Idee reingehen, ja, da läuft alles nach Plan. Ich glaube, Menschen, die unheimlich planfixiert sind, sind hier falsch, weil du musst halt ständig anpassen auf die Gegebenheiten, so wie wir das ja, glaube ich, tagtäglich jetzt gemacht haben und mit dem dann zurechtkommen, was du vorfindest. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Spannende, dass man auch selber immer wieder mal so ein bisschen geerdet wird und sagt, ja gut, dann geht es halt da nicht mehr lang. Dann fahren wir halt mal woanders hin oder wir machen dies oder jenes. Aber das ist eigentlich auch so der Rat an alle Reisenden, nicht immer so stringent und völlig zielfixiert. Wir sind nicht im Business, hier muss keiner einem was beweisen. Mhm. Wie gesagt, Team war klasse, Essen, Guides. Danke auch an das gesamte Team. Vor allem an Rico und Lenz, die uns das eine oder andere Mal dann durchaus gerettet haben. Und ich muss sagen, El Grande als Küchen- und Versorgungsfahrzeug hat mich eigentlich am meisten geflasht. Die Kiste ist eigentlich die beste. Oh, es fasziniert mich auch immer wieder selber, wie weit geht tatsächlich ein nahezu Serien-Feuerwehrfahrzeug. Ja, also ich glaube, die Firma Rusterholz aus der Schweiz, die wussten zu der Zeit noch gar nicht, was sie da eigentlich bauen. Ja, ja, oder wie weit das ging. Also mega gut, überrascht mich auch immer wieder. Was das Plan anging, ja, da hat uns auch Tunesien mal wieder überrascht. Ich mache das Ganze jetzt hier zum 8. Mal tatsächlich innerhalb der letzten 3 Jahre. So war es noch nie. Ja, also was Wetter anging, ne, wir standen ja mitten in den Dünen, auf einmal kommen Wassertropfen von oben. Ja. Gut, du steigst aus und hast das Gefühl, du wirst sandgestrahlt. Ja. Ja. Und gestern auch, dass wir dann gesagt haben, wir ziehen jetzt aus der Piste raus und lassen uns lieber hier am Strand pökeln, war, denke ich, auch nicht die falscheste Lösung. Schaut es euch an. Ne? Also, es könnte uns schlimmer gehen. Ja, das sind eben genau die Sachen, was wir beide eben mit irgendwie so dann doch 30 Jahren Allraderfahrung im Kreuz auch immer sagen, jedes Schlechtes hat auch sein Gutes. Ne? Also genau. Es gibt da kein Schwarz-Weiß. Irgendwas ziehst du immer dann positiv raus und wenn es bloß am Strand sitzen und schwimmen ist. Ja. Und am Ende des Tages. Aber es waren ja auch immerhin bis zu 46 Grad da in Dünen. Oh ja. Was für nahezu Mitte Oktober auch nicht so ganz normal ist. Mhm. Auch da deutlich geringere Temperaturen insgesamt. Ich glaube, wir haben hier den heißen Herbst erwischt. Es hat Maschine, Mensch und auch Tier gefordert. Ne? Also definitiv. Die Hunde haben sich dann alle immer wieder einen Fleck im Schatten gesucht. Jetzt liegen sie hier schön auf dem relativ feuchten Sand. Ich denke, denen könnte es auch schlechter gehen jetzt gerade. Ich glaube, die haben es jetzt auch wirklich gebraucht. Mhm. Ne? Also alle, es waren ja dann immerhin doch einige Hunde dabei. Und
Ja, man unterschätzt, glaube ich, immer wieder, was, wie stoisch und gelassen die Tiere dann eigentlich sind für das, wie sie dann körperlich gefordert sind. Ne? Ja. Die können ja nicht sagen, mir ist heiß oder ich habe jetzt keinen Bock mehr oder ich würde jetzt gern heim. Ne? Gut, das konnten wir auch nicht, aber... Ich habe aber nicht einmal drüber nachgedacht, auch wenn es mal schwierig war. Ja, du hast manchmal natürlich schon die Themen, ne, wenn du dann zum dritten Mal hintereinander in kurzen Abständen wieder rausspringen, Bergeseil anhängen, wobei am Schluss war es, glaube ich, eine Routine, die war keine 5 Minuten. Ne? Also das war, ja. Also ich denke, da hat sich dann auch irgendwas gefunden. Ne? Ob wir das dann waren oder ob das der Thomas war. Ja. Wobei man auch sagen muss, das hört sich jetzt natürlich an, als hätten wir irgendwie 30 Mal bergen müssen. Also es waren, glaube ich, so an die 10 Mal insgesamt. Mhm. Wobei wir, glaube ich, auch alles bergen mussten, irgendwann mal. Und auch wenn der Kat es nicht zugeben will. Auch er hing fest. Aber auch das ging. Auch das ging, aber auch da merkt man natürlich, umso größer die Kiste, umso diffiziler wird die Bergung. Ne? Das ist auch genau das. Es zählt immer der Spruch, je mehr du davon überzeugt bist, du fährst Allrad, desto weiter musst du zum nächsten Bauern laufen. Das ist so. So ist es, ja. Oder du brauchst halt einen Mighty Toe oder ein El Grande irgendwo hinter dir und natürlich dann auch noch die Mannschaft, die das Ganze noch bedienen kann. Meistens ist es ja doch ein Problem, was bedienerseitig kommt. Ne? Das mussten wir ja letzte Nacht auch merken. Ja? Aber darauf wollen wir jetzt mal nicht tiefer eingehen, dann kratzen wir nur alte Wunden auf. Ich weiß auch überhaupt nicht, von was du sprichst. Ich auch nicht. Also ich meine, da war nichts, außer dass wir direkt aus der Sahara kommen, auf einmal die ganze Karre voller Modder ist. Ja, ja. Das ist aber der Weg hierhin. Aber vielleicht noch einmal zum Thema, ne? Wie fandet ihr das? Für uns war die Thematik insbesondere, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach mal wissen, was kann er. Mhm. Ne? Wir wissen jetzt, er kann viel, aber dadurch, dass wir halt alleine unterwegs sind, ne, kommt genau das Thema, wer kann dich bergen. Und auch da sprechen wir von 7 Tonnen. Wenn der mal hängt, ziehst du den halt nicht mehr mit dem Defender raus. Und auch da hatten wir auch mit dem El Grande zum Teil mächtige Probleme. Ja? Also du hast ja einmal, hat er ja schon ganz gut Menschen gemacht auch. Ne? Da hing ja schon mal ein Beinchen sauber in der Luft. Ja. Da haben wir auch zweimal ansetzen müssen und haben auch da wieder dann halt dann auch mal den Weg des Rückzugs wählen. Aber auch da, wenn sich da mal die 13 Tonnen da mal dranhängen, und dann mal so störrig mit allen 4 Rädern sauber im Dreck versinken. Mhm. Das ist eindrucksvoll, ja, wenn man überlegt, dass da nur ein Daily dranhängt. Genau. Ja, aber auch der konnte sich verdammt tief festfahren. Ja, und ich weise jegliche Gerüchte von mir, dass es an dem Gewicht des Fahrers hängt. Er hing immer hinten fest. Ja. Genau, wir einigen uns. Ja. Auf es hin. War die Hinterachse. Hinten. Ja. Immer. Also, hast du noch was zu erzählen? Nein, ich nochmal danke an alle, an das Team. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, heute Abend wird es dann auch nochmal ganz nett, wenn wir alle zusammensitzen ja. Und morgen ausklingen. Wir haben ja den kleinen Vorteil, dass wir nochmal eine Woche solo durchs Land tingeln können. Mhm. Und ja. Schaut aber bitte, dass er nicht so nah ans Meer fährt. Ja? Oder nehmt die sicheren Wege zum Meer. Sowas hier. Ja? Sowas hier ist top. Gut, ne? Das war dann so. Ansonsten, es sind ja noch 2 Gruppen in Tunesien. Ja? Cut 2.0. Wollten wir jetzt eigentlich vermeiden. Also die Art von Home Stories wollen wir nicht füllen. Gut. Also dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit in Tunesien. Wir genießen jetzt heute noch einen wunderschönen Tag hier am Strand. Fahren dann langsam wieder zurück nach Matmata. Und wenn ihr auch mal Bock auf so eine Tour habt, meldet euch bei der Anja und beim Thomas unter tour@fobio24.de. Das war der Werbeslogan von mir. Und in diesem Sinne wünschen ich und der Dirk euch einen schönen Tag. Jo, schönen Tag euch. Bis dann. Ciao. Ciao.